Platz genommen haben, darf ich Sie herzlich begrüßen zum Pressegespräch nach dem heutigen Ostderby mit Seiten unserer Gäste, Jens Köhler und verantwortlichen Trainer, der auch gleich den Weg nachher gefunden hat. Und das wird Trainer Carsten ein. Ich denke, wir hören erstmal die Gedanken der Trainer und dann die Frage stellen Sie eröffnen. Ja, ich denke, wenn man quasi mit dem Schlusspfiff den Ausgleich erzielt, dann ist das für uns schon ein glücklicher Sieg, keine Frage, brauchen wir auch nicht drum herum reden. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit relativ ordentlich in dieses Spiel gekommen sind, eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann aus unserer Sicht, sagen wir mal, ist das Spiel ein bisschen verflacht. In der zweiten Halbzeit hat der CFC Druck gemacht, hat, sagen wir mal, dieses 1-0 geschossen und war dann hinterher, sagen wir mal, auch über 10 Minuten, Viertelstunde die spielbestimmte Mannschaft hatte die Chance auch, glaube ich, durch Mike Kegel oder der Kleine hat er gut gehalten, hat dieses 2-0 vielleicht zu machen. Zum Ende hin haben wir nochmal alles probiert, haben die Chance von Merkel, die Chance von Vogelholm. Wie gesagt, wenn der Ausgleich dann in der letzten Sekunde quasi fällt, dann ist er glücklich, trotzdem freue ich mich. Vielen Dank, Ben. Aus Nein, bitte. Ja, wir haben eigentlich bis zur Verlängerung alles oder vieles richtig gemacht, also bis zur 95. Minute. Es kam uns darauf an, dass wir natürlich hier zu Hause unsere kleine Serie fortsetzen wollten, wohl wissen, dass gerade die Länder im schnellen Umschaltspiel nach vorne sehr gefährlich sind. Wir haben dort über die gesamte Spielzeit sehr, sehr wenig zugelassen, bis gar nichts. Wir haben es allerdings auch versäumt, das 2-0 zu machen und so ist eine Mannschaft dann, egal wie sie heißt, immer noch in der Lage, bis der Schiedsrichter abpfeift, den Ausgleich zu erzielen. Das ist halt dann in der letzten Sekunde gelungen und ist natürlich im Moment die Enttäuschung groß. Aber wir müssen jetzt, wie ich es gesagt habe, vom Fußball spezifisch schnell umschalten. Wir müssen das Spiel abhaken und am Mittwoch nach Münster. Wir haben einen Punkt mehr und jeder weiß, wir wollen 45 Punkte schnellstmöglich erreichen. Da haben wir in dieser Woche noch eine ganze Menge zu tun und darauf werden wir uns jetzt konzentrieren. Danke. Vielen Dank. Also soweit die beiden Trainer. Bitte, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich kann es nicht sehen, ob man jetzt hier haben. Ja, Herr Heine, Sie sprachen von der Verlängerung. War Ihnen die etwas zu lang? Ja, es war schon fast, ich dachte, ich bin im Pokalspiel, wo ich war mal 15 Minuten dran bin, weil ich, gut, die haben uns, der Schiedsrichterassistent hat uns versucht, uns immer zu erklären, wie da noch zu spielen ist. Aber ich finde immer so, wenn eine Mannschaft doch benachteiligt ist und die Hallenser können sicherlich nicht für ihre Fans, die dort Ausschreitungen haben, aber die sind dadurch natürlich von der Zeit her bestraft worden. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, wir haben bis der Schiedsrichter abfällt, hoch konzentriert zu bleiben und nicht zuzulassen und das ist mir nicht gelungen. Dankeschön. Ja, gibt es weitere Fragen, bitte? Nochmal Herr Benetzke. Ja, nochmal eine Frage an Herrn Heine. War das schon die Mannschaft, die Sie sich für den Rest der Saison vorstellen können? Diese Anfangsformation, die Regelstrennung haben wir? Also ich denke, dass zu einer Mannschaft gehören nicht nur die 11, die beginnen, sondern weitaus mehr. Und deshalb kann ich heute noch nicht sagen, wie wir am Mittwoch oder dann gegen Burghausen spielen werden. Es werden vielleicht die eine oder andere Verletzung dazukommen, also ich hoffe, Erkrankungen. Also da möchte ich mich heute noch nicht festlegen. Dankeschön. Nochmal nach. Vielleicht noch eine Frage an den Ex-Chemnitzer, Herr Köhler. Man war etwas verwundert, Sembalo spielte nicht. War in den letzten Wochen immer wieder Publikumsliebling bei ihm. Und dann bringen sie ihn und dann macht er noch den Ausgleich. Zuvor hatte man den Eindruck, da wollte gar nicht so richtig, weil er so spät eingewechselt wurde, oder? Habe ich das falsch gesehen? Wie gesagt, Wolfgang, es hat sich nichts verändert in all den Jahren, die ich weg bin. Auch deine Frauen nicht. Ich denke, Sembalo war, sagen wir mal, 2 Tage diese Woche krank. Und die Amtschaft mit Toni Schmidt, Sembalo,
mit Bertram, mit Timo Vorhoeven, denke ich, vier richtig gute Offensivspieler. Hinten dran ein klein wenig, dahinter Pierre Mertl. Und deshalb war eben das eine ganz klare Sache. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Bengis von Anfang an, wo er reingekommen ist, Lust hatte zu spielen. Aber das zeigt auch immer wieder, dass es schwierig ist, in so ein enges Spiel, wo du nochmal was Besonderes erwartest von einem Offensivspieler, dass der erstmal reinkommen muss in so eine kampfbetonte Partie. Und das hat er aber am Ende so gemacht, wie man sich das als Trainer von dem Stürmer wünscht, mit dem Tor. Wie gesagt, das ist glücklich war, da braucht man nicht drüber reden. Ja, damit ist es auch beantwortet. Nochmal, Herr Penneske. Ich würde noch eine Nachfrage. Ihr HC-Zitzer und Ex-Trainer Christoph Franke hatte mir schon zur Halbzeit dieses 1:1 in den Block diktiert. Hat er Ihnen auch vor dem Spiel einiges über die Himmelblau geführt? Nein, das habe ich bewusst nicht gemacht, um Christoph in die Verlegenheit zu bringen, dass er von mir was über den CFC erzählen soll. Ich habe mir die Fernsehberichte angeschaut. Ich habe mal ja trotzdem auch aus der Ferne noch einen Eindruck vom CFC und ich habe meine E-Mail vorbeigeschickt. Der Chemnitzer FC hier zu Hause links auf Rücken gesehen hat. Jetzt hinterher denke ich, werde schon mit Christoph Franke das Spiel schon auswerten, aber im Vorhinein, sagen wir mal, habe ich bewusst darauf verzichtet, mir von ihm auf welche Art Schläge zu sehen. So, Dankeschön. Herr Valencia? Noch eine letzte Frage an Herrn Heine. Halle hat ja eigentlich bis auf das Tor keine Torschance gehabt. Also ich dachte, Wolfgang, das macht doch Pierre Merkel, das ist auch der Timo Vorhoeven, der von einer Form Kämpfe gestanden. Du hast es kurz verschlüsselt, das ist aber in der Realität. Aber meine Frage, die noch anders sind, Sie müssten doch heute richtig schlecht gelandet sein. Ich habe meinen Sohn schon begrüßt, meine Frau ist da, also ich versuche das schon. Das haben Sie mir aber das letzte Mal schon erzählt. Ja, nein, die ist auch nicht jedes Mal da, dann überrascht sie mich doch ab und zu mal. Und was die Chancen anbetrifft, ich habe es gesagt, bis zur Verlängerung, also bis zur 95. Minute. Danach, wie der Sven eben schon sagte, haben wir also eine Chance zugelassen, als der Kevin Conrad den Ball zum Philipp zurücklegen wollte. Und also in den letzten zwei, drei Minuten haben wir schon ein bisschen die Ordnung verloren. Das ist, wie gesagt, schade. Aber das gehört auch dazu. Und wir werden, so wie ich das vorhin schon sagte, uns jetzt bemühen, das schnell abzuhaken, um dann den Münster wieder mit voller Kraft auftreten zu können. Ja, dann aber letzte Frage. Gibt's. Aber das ist wirklich die allerletzte. Das war doch das siebte Sein, Herr Doppel. Ich habe Zeit. Ja, man soll die Fragen stellen, konkret, und da gibt es eine konkrete Antwort. Ach, das sind nur keine konkreten Fragen. Also Herr Doppel, nehmen Sie sich bitte zurück. Oh. Herr Heine, heute hätten Sie mit Ihrer Mannschaft den Topf zumachen können. Aber Sie sind bestimmt auch der Auffassung, nach 1:1 ist die Klasse gehalten. Ich weiß nicht, ob Sie die Tabelle sich angeschaut haben. Und ich wiederhole das auch nochmal. Sie waren ja jetzt immer dabei bei der letzten Pressekonferenz. Wir brauchen 45 Punkte. Und wie eng das da heute zugeht, das kann man doch ablesen, wenn man die Tabelle sich anschaut. Und deshalb sind wir also noch lange nicht durch. Wir haben einen weiteren kleinen Schritt gemacht. Wir hätten aber einen großen tun können. Das ist uns nicht gelungen und wir können in dieser Woche noch eine ganze Menge erreichen. Das ist richtig. Und jetzt wiederhole ich mich wieder mit der Endlosschleife. Also wir fahren jetzt nach Münster und da wollen wir dann versuchen, möglichst an unsere Serie oder unsere Serie Bestand halten zu lassen. Gibt es noch andere Kollegen, die eine Frage haben? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich. Sie halten sich bitte zurück, das nächste Mal über meine Frage. Als solches beschwere ich mich mal sein, was Sie will. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Unseren Gästen gut nach Hause. Und uns nochmal für die nächsten beiden Spiele. Wieder erfolgreich.